Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei Crusader Kings 2 und bei unserem König Juhen III. Im Jahre 1333. Bevor wir zur Gesamtlage kommen, die wahrlich nicht ganz einfach ist für den jungen König, ein Hinweis: ab dieser Staffel spiele ich mit dem DLC The Reaper's Due. Da verändert sich einiges im Bereich Krankheiten, Tod und so weiter. Ich habe aber ein extra Infovideo dazu gemacht. Schaut euch das an, wenn euch die Details interessieren. Ansonsten ja, wird das ganz sicher hier und da eine Rolle spielen. Ja, vermutlich sogar mehr und gleich, als uns lieb ist. Denn ich fürchte, wir sind ja im 14. Jahrhundert, dass wir es bald mit dem schwarzen Tod, mit der Pest zu tun haben. Okay, soweit dazu. Ansonsten jetzt ein Wort zur Lage. Juhen III., ihr werdet euch erinnern, ist ehrgeizig und gierig, seine wesentlichen Eigenschaften, und dazu noch sehr jung. Und er hat viele, viele weitreichende Ziele. Gleichzeitig ist er ein schüchterner Charakter. Das heißt, er ist niemand, der ja sehr aggressiv auftritt, sehr gerne vorne steht, sondern vielleicht eher hintenrum, ohne sich mit vielen zu beraten und so weiter, die Sachen in Angriff nimmt. Nun hatte er ein erstes großes Ziel, nämlich das Königreich Jerusalem von seinem Bruder Alexander zu erobern. Das sieht auch eigentlich alles sehr gut aus, bis am Ende der letzten Staffel eine wirklich überraschende Sache ihm in die Quere kam, nämlich die Kriegserklärung von König Matthew von England, der 59 ist, ein alter, erfahrener König, zynisch, willkürlich, wohltätig, stolz und zölibatär lebend, hat im Übrigen auch keine Kinder und ein attraktiver Mann, trotz seines Alters immer noch. Jetzt stellt man sich die Frage, was hat es damit auf sich? Das müssen wir uns nämlich nochmal ein bisschen genauer angucken, weil das ist jetzt doch sehr, sehr wichtig für den Fortgang der Geschichte. Der Kriegsgrund, und jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, warum das auch irgendwie ganz nachvollziehbar ist, warum das passiert ist. Der Kriegsgrund ist ein Anspruch von Prinzessin Edith. So, auf Schottland. Wer ist Prinzessin Edith? Wissen vielleicht nicht alle. Prinzessin Edith ist unsere Schwester, in der Tat. So, und jetzt sieht es so aus. Also man muss dazu wissen, im Königreich England herrscht agnatisch-kognatisches Ältestenrecht. Da er sowieso keinen Sohn hat, ist also der älteste Wise hier derjenige, ich glaube aber zuerst sozusagen aus den männlichen Linien, der relevant ist. Und das heißt, nicht die Kinder seiner ältesten Schwester von König Matthew, sondern die Kinder von Albert of Wise sind hier relevant, und das ist eben, der heißt auch Albert, wiederum also dieser Albert, bisschen kompliziert, also der Enkel des jetzigen Königs, der ist der nächste Nachfolger auf dem englischen Thron, und mit dem wiederum ist Prinzessin Edith verheiratet. So, und die hat, weil es unsere Schwester ist, weil es eine Mörebe ist, einen Anspruch auf alle unsere Königreiche. Und das versucht jetzt also der König durchzusetzen. Das ist aber auch sehr, sehr nachvollziehbar, denn die kann uns nicht leiden. Und wir müssen bedenken, dass wir ja einen Krieg gegen König Alexander, unseren Bruder, angestrebt haben, sodass sich wahrscheinlich in der Familie jetzt folgende Konstellation durchgesetzt hat, dass also unsere ganzen Geschwister hier, also die ganzen Schwestern, alle auf Seiten des Bruders, unseres Bruders stehen und gewissermaßen jetzt ihre Macht dafür einsetzen, sich gegen uns zu wenden. Unsere älteste Schwester, die kann uns ebenfalls nicht leiden. Die ist wiederum mit Basileus Nikolaus dem Lahmen verheiratet. Also eine Basilissa. Aber die kann meines Wissens jetzt hier nicht agieren gegen uns, weil wir dadurch einen Nicht-Angriffspakt haben, wenn ich das richtig sehe. Ja, also das sollte schwierig sein. Okay, also das ist der Stand der Dinge. Sollte ich vielleicht noch was zu den anderen Schwestern sagen? Ja, das ist Edith, und die ist noch in unserer Obhut, Maria. Und wahrscheinlich werden wir sie da auch lassen. Wir sehen ja, was diese Schwestern hier alles anrichten können.
Soweit dazu. Wir haben uns, oder der König hat sich kurz entschlossen, mit der Prinzessin von Norwegen verlobt, was ihm wiederum ein Bündnis mit Norwegen eingebracht hat. Die Norweger kämpfen jetzt also an unserer Seite gegen den englischen König. Das Problemchen ist, dass der englische König wirklich sehr stark ist. Er hat 25.000 Mann, die er mobilisieren kann. Das ist schon eine Menge. Und wir sind natürlich hier unten gebunden. Also das ist so die Gesamtlage. Bevor wir uns jetzt also in die militärischen Aktivitäten stürzen, müssen wir noch ein paar administrative Dinge tun. Einiges sogar. Fangen wir mal an. Relativ unsortiert. Eine Sache ist mir aufgefallen. Wir haben ja einen ehrgeizigen König und ich glaube, er wird so einiges versuchen, um seine Domänenanzahl zu erhöhen. Er hat nur 2 Domänen, darf aber 7 besitzen. Und ich glaube, als erstes hat er ein Auge geworfen hier auf den Grafen von Buchen, den er nicht leiden kann. Und da gibt es die Möglichkeit einer Intrige, nämlich seine Grafschaft zu annullieren. Das werden wir mal versuchen. Wir werden automatisch mal Verschwörer einladen. Mal gucken, wie das läuft. Dann habe ich gesehen, jetzt muss ich selbst mal überlegen. Wir haben, glaube ich, wir haben hier irgendwo die Baronie von Dingwall. Genau. Diese Baronie, auf die haben wir einen Anspruch. Das sehen wir jetzt hier gleich. Wir haben einen Anspruch, einen schwachen Anspruch auf diese hier. Und diesen schwachen Anspruch können wir durchsetzen, weil unsere Tante dort Baronin ist. Baronin war jetzt nicht so ein toller Titel, aber wir können sie überhaupt nicht leiden. Und ich denke, wir werden ihr diesen Titel entziehen. Dadurch, dass wir einen Anspruch haben, geht das sogar. Und das tun wir dann mal einfach. Als nächstes, immerhin eine kleine, wenn es auch nur eine kleine Domäne ist, eine Domäne mehr. So, dann gibt es ja diese neue Option, einen Kronenfokus festzulegen. Das machen wir mal hier in unserer Hauptstadt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die auch prosperierend hin. So. Dann habe ich gesehen, dass wir einen deutlich besseren Mann als Kanzler haben können, als hier den Grafen von Buchen, dem wir ja auch hier jetzt gerade das Ding wegnehmen wollen. Also der fliegt hier einfach. Wir haben hier einen richtig guten Mann, nämlich Philipp, den Herzog von Ulster, der uns auch sehr wohlgesonnen ist. Ich glaube, weil wir ihn zum Herzog gemacht haben. Er ist zwar ein bisschen gestresst, aber ich hoffe, das kriegt er trotzdem noch hin. Und den machen wir jetzt also zum Herzog. Sehr talentiert. Wir müssen mal gucken, was wir als nächstes mit dem machen. Diplomatische Beziehungen wüsste ich im Moment gar nicht. Lassen wir es erstmal so. Gut, dann habe ich mal ins Gefängnis geguckt. Da sind erstmal ganz schön viele Gefangene noch. Aber auch ein paar interessante Leute da drin, die man sich durchaus überlegen kann. Also erstmal wird er versuchen, wieder einen Großteil, zumindest von denen hier aus dem Sunni-Kalifat, frei zu kaufen. Er ist ja gierig. Ich denke, das ist absolut in Ordnung. Kalif Gundus wird immerhin 74 Goldstücke senden. Hervorragend. Das ist aber auch Kalif Gundus. Da brauchen wir es jetzt erstmal nicht mehr zu versuchen. Das müssen wir nacheinander nochmal abarbeiten. Der Graf von Orkney. Ja, ich glaube, den lassen wir jetzt mal aufgrund des Krieges erstmal nochmal im Gefängnis. Hier haben wir einen Verwandten. Philipp von Taiwan. Aber hier, auf den habe ich es abgesehen, den Herzog von Connach. Jun hat eine sehr gute Meinung von dem, der ist 2 Jahre dort schon. Und man könnte durchaus der Meinung sein, dass wir den vielleicht zu unseren Gunsten irgendwie in unsere Dienste nehmen können. Oder ihn zurück zum, also gewissermaßen den Weg ebnen können, dass er wieder Herzog ist. Denn er ist ein Genie. Er ist grausam und er ist ein bisschen verrückt. Aber er ist wirklich grandios. Er wäre ein grandioser Hofspitzel. Und ich glaube, in dieser Situation brauchen wir so einen Mann. Deswegen werden wir den, glaube ich, auch freikaufen. Um ihn dann später wieder... Jetzt wollen wir mal gucken, kann ich das hier auch machen? Ja, kann ich machen. Kriegen wir immer noch 145 Goldstücke. Ich glaube, ein gieriger König würde das so tun. Und dann nehmen wir ihn wieder in unsere Dienste. So, dann müssen wir uns um ein paar Befehlshaber kümmern. Beziehungsweise niedrige Titel. Ein Hofarzt, das ist ja neu, den brauchen wir unbedingt. Wir haben auch einen sehr fähigen Mann, Bischof von Elgin, nicht mal Doven.
den setzen wir als Hofarzt ein. Und eigentlich könnten wir auch noch einen Regent einsetzen. Das vergesse ich immer mal gerne. Ich glaube, da kommen eigentlich, wer kommt denn da in Frage? Da kommen unsere Verwandten hier. Henry, glaube ich. Das ist ein ganz guter Regent. Er ist verwandt. Er ist der Herzog von Lothian. Und uns sehr treu ergeben. Fleißig, muskulös, gerissen. Hat eine Hasenscharte. Eifrig. Ja, ich glaube, den nehmen wir. So, binden wir ihn noch ein bisschen. Und dann können wir, glaube ich, auch noch bessere Kommandanten hier einsetzen. Diese ist nun wahrlich nicht gut. Da haben wir deutlich bessere. Ich gucke mal, ob wir auch noch besser als 10. Oh ja, hier haben wir noch einen guten Mann. Jetzt wollen wir mal gucken, wer ist von den 10ern der schlechteste. Der hat gar keine Fähigkeit. Dann nehmen wir den weg und setzen den ein. Alles klar, dann haben wir das auch soweit erledigt. Mal gucken, ob wir vielleicht... Ach ja, einen Hofprediger haben wir auch noch deutlich besseren. Ich glaube, kann der gleichzeitig Arzt sein und Bischof? Ich weiß es nicht. Warten wir das nochmal ab. Nicht, dass wir uns da gegenseitig was tun. Hier finden wir, glaube ich, nichts Besseres. Das wäre es denn eigentlich erst einmal. Okay, dann müssen wir mal ein bisschen überlegen. Wir werden, glaube ich, die mal wieder nach Hause schicken. Die nutzen uns da jetzt erstmal nichts. Wir haben unsere Hauptarmee hier unten. Und ich denke, die Strategie ist die richtige, wenn wir hier erstmal diesen Krieg versuchen zu beenden. Wir sind ja schon bei 81% und damit das Königreich bekommen werden. Und dann unsere Truppen nach Hause schicken. Das scheint mir ganz gut zu sein. Wir werden jetzt erstmal abwarten. Ich weiß gar nicht, ob wir mit denen kämpfen, die fliehen eigentlich. Mal gucken. Ich werde das dann auch diesmal dann nicht so machen, dass ich die Truppen hier einfach entlasse. Sondern aufgrund dieser Situation werden wir sie mit dem Schiff dann nach Hause schicken, um einfach zu simulieren, dass eben die Hauptarmee jetzt derzeit nicht da ist. Sondern dass wir hier ein bisschen warten müssen und der Engländer möglicherweise hier mit 25.000 Mann in unsere Gebiete marschiert. Ich sehe gerade, wir können noch Fortschritte machen. Ich glaube, wir gehen mal, na, ich weiß nicht, als Gieriger vielleicht Handelspraktiken, wobei jetzt nicht direkt ein Händler ist, ne? Dann machen wir Burginfrastruktur. Geld geben wir jetzt eigentlich erstmal nicht aus. Das brauchen wir jetzt dringend für den Krieg. Insofern, ach so, wir gucken uns mal die anderen Armeen. Ach ja, wir können ja tatsächlich schon. Die Engländer sind ja auch hier in Frankreich aktiv. Wir können eigentlich hier schon mit der schottischen, mit der bretonischen Armee agieren. Und dann nehmen wir mal diese neuen Leute. Ewan selbst. Ja, wo befindet er sich eigentlich? Hat er sich irgendwo überhaupt befunden? Soll er die Armee... Er ist ja auch ein ganz guter Taktiker. Soll er die Armee in der Bretagne anführen oder befindet... Ich glaube, er befindet sich noch im Heiligen Land. Ne? Dann nehmen wir Conan, den Hofprediger. Und der marschiert mal in Richtung Engländer. Mal gucken, ob wir stark genug sind. Wenn ich das so zusammenzähle, müsste unsere Armee größer sein. Mal gucken, ob sie auch besser ist. Ein bisschen riskant da. Wir blenden mal hier auf den Schauplatz über. Und dann wollen wir mal schauen, was hier so passiert. Und ob wir diesen Krieg hier noch rechtzeitig beendet kriegen. So. Okay. Die Baronie von Dingwall ist jetzt erstmal in unserer Hand. Hervorragend. Ja. Was auch sonst. Oh, und es gibt gleich einen Tod, nämlich Agnes. Die ist sehr alt geworden. Die ist mit 64 gestorben und Neil ist jetzt Herzog. Man muss dazu sagen, übrigens, weil ich das neue DLC schon jetzt spiele, wo es noch gar nicht offiziell draußen ist, dank an Paradox an dieser Stelle, kann ich auch nicht die Deutschkorrektur-Mod hier laden. Es gibt also in dieser Staffel ein paar Abweichungen. Okay, mit dem haben wir offenbar keine Probleme. Das ist soweit gut. Ich bin am Überlegen, ob wir hier direkt mal die Belagerung forcieren. Hier sind wir eh gleich durch. Da lohnt sich das, glaube ich, nicht. Aber hier, um sehr schnell auf die 100% zu kommen. Wir versuchen das mal. Was ist denn das jetzt hier? Aha. Ich weigere mich, das Lösegeld für die Prinzessin zu zahlen. Okay, na gut. Dann haben wir einfach ein bisschen Geduld. Ich glaube, er ist nicht übermäßig grausam. Er wird die Gelegenheit abwarten. So, mein Herr, euer
niederer Charakter ist Mittelpunkt griechischer Theaterstücke. Ich willige ein, euer Lösegeld für die sichere von Herzog Lugai zu zahlen. Okay, damit ist dieser Mann eigentlich jetzt befreit. So, er braucht kein... Ja, wir haben erstmal den Sieg errungen. Wir sind jetzt allerdings erst bei 83%. Ach ja, das dauert. Aber wir wollen den Mann ja hier ein bisschen protegieren, weil er ein Genie ist. Deswegen werden wir ihn, machen wir das mal hier rüber, zum Agentenführer ernennen. Damit ist er auch gleichzeitig im Kronrat, was ja wichtig ist. Er ist ja auch ein mächtiger Mann. Und wir schicken ihn dann auch gleich nach Buchan, um Agentennetzwerk aufzubauen, damit er dort die Verschwörungsstärke erhöht. Ja, so ist es. Oh, und wir haben damit schon diese Möglichkeit. Wunderbar. Und schicken jetzt Graf Gilroy von Buchan einen für ihn sicher überraschenden Brief. Mal gucken, wie das bei dem so ankommt. Ja, euer niederträchtiger Erpressungsversuch ist fehlgeschlagen. Egal, wie viele korrupte Seelen ihr angeworben habt, um euren Plan in die Tat umzusetzen. Ich werde ihn nicht aufgeben, ohne zu kämpfen. Was rechtmäßig mir gehört, ist mein. So, na gut. Damit sind wir im dritten Krieg verwickelt. Ich glaube, der gute Nguyen, der hat die Ernst der Lage noch nicht so richtig erfasst. Die Engländer drohen. Und er beginnt jetzt einen Krieg gegen einen gar nicht so unbedeutenden Grafen. Nun gut, das bedeutet Krieg. Mal sehen, was der so auf die Beine stellt. Verdammt, immerhin auch 1600 Mann. So, jetzt haben wir aber erstmal hier die nächste Belagerung. Und na, ich weiß nicht so genau, was machen wir denn jetzt? Am besten wäre es eigentlich, wenn wir die mal erledigen könnten. Und ich bin fast am Überlegen, ob wir nicht schon mit einer Armee hier gewissermaßen abreisen. Oder wir werden einfach die Belagerung jetzt hier weiter forcieren. Ja, wir greifen, glaube ich, einfach nochmal an. Gegen diese 424 schaffen wir das hoffentlich. Wir müssen jetzt schnell sein. Und was machen wir hier? Wir können nochmal versuchen, hier sämtliche restlichen Vasallenwehrpflichtigen auszuheben. Das müssten noch einige sein. Ich mache mal Control, um nicht irgendwelche Überraschungen zu erleben. Ah, verdammt, das war jetzt schon ein bisschen blöd. Weil die jetzt wahrscheinlich schon abgefangen werden. Die kommen noch ganz gut. Die schicken wir mal dorthin. Und dann haben wir die ganzen Orkney-Leute. Die bleiben erstmal da. Wir werden... Die paar, jetzt geht es ja wirklich, glaube ich, um ein paar hundert. Jetzt müssen wir ein bisschen konzentriert sein. Wir werden uns mal die Schiffe schnappen, die in die Schiffe bringen und dann dahin fahren, die dann auch noch einsammeln. Okay, was machen eigentlich die Freunde hier? Die kommen ganz gut zurecht. 8. Juli, 10. Juli. Wir können die leider nicht abfangen. Nein, nein, töten wir erstmal diese 46. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwo noch sinnlos welche, die lassen wir mal da stehen. Das ist in Ordnung. Die brauchen wir eigentlich da nicht. Die kehren dort mal zurück. Okay. Und die 46 brauchen wir da auch nicht. Ist auch in Ordnung. Halt, nein, das war Mist. Die wollte ich einfach nur zusammenfügen. Gut. Gar nicht so einfach, die Situation. Ich hoffe, die Norweger helfen uns ein bisschen. Das mit Buchan, das war mal wieder... Typisch Nguyen der Dritte. So, was haben wir hier? Erstmal in Montfort eine weiteren Belagerungssieg. 92%, das ist hervorragend. Jetzt wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir die verfolgen. Vielleicht nach Montreal, um jetzt hier schnell auf die 100% zu kommen. Oder wir können... Nee, das 747 ist mir zu riskant für einen Sturm. Ich glaube, wir marschieren hier einfach mal weiter. Oder können wir einfach nochmal... stürmen, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, und hier haben wir die nächste. Ach verdammt, die haben sich auf die Boote gemacht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber das ist gar nicht so schlimm. Können wir die auch noch mit erledigen?
Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Die werden uns abfangen. Nee, wir können rechtzeitig fliehen. Sehr schön. Dann sammeln wir uns alle dort. Wunderbar. Das geht noch. Okay, wo gucken wir jetzt eigentlich? Was ist das Beste? Was ist das Wichtigste? Hier gucken wir mal weiter. Gut, dort wird belagert. In Falaise hatten wir jetzt einen Sieg. Einen Bischof haben wir gefangen genommen. Ach so, ja, das waren diese Truppen. Ja, jetzt sind wir allerdings zu schwach zum Belagern, vermute ich, überall. Wir werden, glaube ich, trotzdem erstmal hier bleiben. Wer weiß, was der Engländer jetzt hier vorhat. Oh, jetzt kommen hier schon 11.000 Mann. Uiuiuiuiuiui. Ja, ich hatte es befürchtet. Verdammte Axt, das wird nicht so nett. Was ist hier ein Herrscher anwesend? Wieso ist denn Ewan dort? Achso, wir wollten ihn ja eigentlich im Heiligen. Ja, das muss ich hier nochmal umändern. Wir wollten ja sagen, er ist hier. Dann sollten wir ihn auch hier einsetzen. So. Hier ist offenbar nichts mehr zu belagern. Wir haben schon alles erobert. Ne, das bringt da nichts. Dann werden wir die Armee angreifen und dann sollten wir eigentlich die 100% haben. Und hier wird es jetzt wirklich knifflig. Die fügen wir mal zusammen. Bringen auch nochmal auf die Schiffe. Die Schiffe fahren dorthin. Die fliehen alle erstmal auf die Insel. Und dann bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt, was diese 11.000 Engländer jetzt vorhaben. Die belagern jetzt einfach erstmal die Grenze. Das ist okay. Da könnte es Schlimmeres geben. Und da kommen die nächsten 10.000. Wir haben also jetzt schon mit 21.000 Engländern zu tun. Oh. Oh, der Herzog von Lothian ist jetzt auch Herzog von Galloway. Das ist natürlich eine ganz schöne Machtfülle. Aber die haben nur wenige Domänen. Er hat vier, naja. Okay, ist er uns aber auch treu ergeben, muss man dazu sagen. Huhuhu. So. Wir haben jetzt 1200 hier. Okay. Wir müssen dann irgendwann diese 11.000, 12.000 hier rüberbringen. Wenn wir hier den Sieg errungen haben, dann brauchen wir auf jeden Fall die Unterstützung von Söldnern. Und dann wird es echt ein heißer Ritt hier gegen Prinz Mark von England. Und Graf Gilroy von Buchan, den müssen wir auch noch mal irgendwann zur Brust nehmen, aber das dauert noch. Ja, Leute, das ist der Stand der Dinge. Es ist nicht gerade einfacher geworden durch diesen extremen Ehrgeiz unseres jungen Königs. Mal sehen, ob er sich verspekuliert hat. Mal sehen, wie es weitergeht. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.